So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zur Let's Play Assassin's Creed Origins. Ja, das übrigens die letzte Folge dieser kleinen Nebenquest war tatsächlich die 100. Folge in diesem Let's Play. Jetzt sind wir erstmal mit der 101. wieder dran, also tatsächlich mit einer der längsten Let's Plays, also eine der wenigsten, die mit 100 sind. Ich habe selbst GTA, dabei GTA 5 hatte, glaube ich, damals so 93 oder 94 Folgen. Und da habe ich auch größtenteils alles gemacht. Aber, ich glaube, bei Black Flag waren es 93, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe, so viel dürfte es nämlich nicht gewesen sein. Das hier ist doch das längste. Und Valhalla wird nochmal sprengen. Black Flag hatte sogar nur 89. Aber nochmal, da haben wir auch nicht alles nebenbei gemacht. Da haben wir nicht alle Nebenquests gemacht. Da habe ich wirklich immer nur die Story durchgezogen. Und jetzt hier machen wir auch teilweise Nebenquests. Allerdings ein bisschen zu leveln, ne? Wie gesagt, wir müssen. Die letzte Quest wird mit Level 35 sein. Also die werden wir nicht jetzt kriegen. Ich komme mit eurem Moin! Ja, seht, wer zurückgekehrt ist. Bayek von Siva. Perfekt, dass du uns in Herakleion triffst. Der Stadt des Weins, der Frauen und allem, was ein Mädchen wie du verlangt. Unverdient. Ah, auf die Königin! Bayek, du kommst genau im rechten Moment. Kleopatra, ich suche immer noch die Mörder meines Sohnes. Der Orden ist neutralisiert. Habe ich für mich gejagt oder für euch? Wir haben noch zwei Namen. Der Orden darf nicht... Und wie viele Namen kommen noch? So viele, wie nötig sind. Ich will meinen Sohn in das Totenreich bringen, wo er hingehört und nicht... Ich schätze euch, Kleopatra. Aber eure Aufträge verführen meine Frau, nicht mich. Was bedeutet dir dein Abzeichen? Hast du es vergessen? Dieses Abzeichen bedeutet euch mehr als mir. Es ist kein einzelner Mann, den wir bekämpfen. Nichts endet einfach. Aya hat verstanden, dass es eine neue Wirklichkeit gibt. Wir sind deine Pharaonen. Du bist ein Magi für ganz Ägypten. Folge uns. Wir haben ein Geschenk. Folge Kleopatra. Apropos Magi. Oh, warte mal, hier ist was ich mitnehmen kann. Geh mal weg. Aya verteidigt immer noch das Meer. Wir erwarten Pompeius. Kohlenstoffkristall. Um uns gegen den Orden zu verbünden und das Land zu verändern. Warte mal, hier ist noch was zum Plündern. Ich plündere mal ganz kurz, ne, während du... Oh, schon. Bei meiner Jagd sah ich vieles, das mich angewidert hat. Unser Land wird auf furchtbare Weise unterdrückt. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Orden wieder Fuß fasst. Ja, Bayek. Die zwei neuen Namen, der Schakal und der Skorpion, gehören zum inneren Zirkel unseres Bruders. Wir glauben, dass sie hinter dem Anschlag auf unser Leben stecken. Ein Anschlag auf euer Leben? Durch Phylakis eures Bruders? Schwer zu sagen. Ein Gabinianer, einer von Septimius Kriegern. Sie bilden eine Miliz mit 2000 Mann. Wir wollten uns mit ihnen verbünden. Mit Septimius? Dieser Römernarr? Er führt sie an? Ja, der Träumer, der sich als wahrer Ägypter ausgibt und doch einen Mann schickt, um uns zu ermorden. Nicht sehr ägyptisch, wenn du uns fragst. Aya glaubt, er arbeitet für den Orden und hat hier einen Stellvertreter namens Venator. Vielleicht ist er der Maskierte, der den Tod meines Sohnes verantwortet. So. Bordziffer! Verdammt nochmal, tötet mich einfach, ihr Narren! Hier ist ein Geschenk. Er ist im Orden der Ältesten, wie Septimius. Er hat an der Villa herumgeschnüffelt. Vielleicht weiß er, wer deinen Sohn getötet hat. Mein Bruder Septimius erschlug deinen Sohn und ich geb einen Scheiß drauf. Dir geb ich drauf scheißen. Ich hab nur die Zwillinge gefickt, Venator.
Bitte was? Hast du genug? Ich werde noch mehr aus ihm rausholen. Ich schlage vor, du besuchst das Bordell in der Stadt. Ja. Geh und wühle dich durch Dionysos Stadt und decke die Verschwörung gegen uns auf. Ja. So, wir haben... So, wir haben einen neuen Namen. Jetzt muss ich gerade mal ganz kurz gucken auf die Ziele. Wir haben den Schakal und wir haben noch den Skorpion. Gut. Alles andere haben wir ja so nach und nach gemacht mittlerweile. Aber wie gesagt, wir brauchen die Zwerge noch. Septimus haben wir ja. Den Namen haben wir schon raus. Ich befürchte, dass der nämlich der, dass wir den am Ende der Quest hier machen können. Ich glaube auch nicht, dass das einer von den, also die beiden werden definitiv der Endgegner, da wird doch einer drüber hängen. Der wird wahrscheinlich dann der Endgegner sein. Ah, sieh nur. Der Magi. Ja. Ein Krieger mehr auf unserer Seite. So ist es. Ich hoffe, Amun wird uns beistehen. Na, schauen wir mal, ne? Kann ich jetzt da hoch oder was? Warum auch immer. Gut, dann machen wir es einfach anders. Dann klären wir mal. Nutzen wir mal hier das Schiffchen. Und hab. Jetzt. Da müssen wir hin. Irgendwo. Oder? Sprich mit der Modellbesitzerin, die ist hier oben. Ne, ist da. Also. Entschuldigung, nicht gesehen. Ah, ein wahrer Krieger. Ich gebe Rabatt für... Du gehörst nicht zu den Gabinianern, oder? Nein, tue ich nicht. Ich bin ein Magi. Wow. Magi sind früher oft hergekommen, aber jetzt nicht mehr. Für wen arbeitest du? Cleopatra. Ich hörte, sie sei in der Stadt. Ein... Major, der für die Pharaonin arbeitet. Du hast sicher viel Geld. Ich würde gern eure legendären Zwillinge sprechen. Sprechen nennst du das also? Jeder hat seine Vorlieben. Die Zwillinge werden dich was kosten, ob du nun mit ihnen sprichst oder was auch immer, Magi. Bezahle die Bordellbesitzerin. Wie viel müssen wir denn jetzt bei dir erlöhnen? Mach es dir oben schon mal bequem. Die Zwillinge kommen gleich. Sie haben eine raue Nacht hinter sich. Also sprich nicht zu viel mit ihnen. Na gut, die wurden ja von dem Typis da ein bisschen... Ihr wisst, was ich meine. Ja, warte mal. Warte. Ach, hier sind sie schon. Du wolltest uns sprechen? Ich suche einen Gabinianer namens Venator. Ach, das wären zwei Mädels. Sag diesen Namen nicht. Er ist ein Nekediadet. Ich werde nicht schweigen für dieses Monster. Alle haben Angst vor ihm. Aber du solltest ihn töten. Er wohnt im Norden des großen Platzes. Er wird nirgendwo mehr wohnen, nie wieder. Erreiche Venators Raum. So, wir sollen untersuchen. Hier riecht es wie in einem Sumpf. Zerbrochenes Geschirr. Hier ist irgendetwas faul. Aber das bin ich. Spaß. So, gucken wir mal gerade ganz kurz Dinge durchsuchen, untersuchen. Hier ist doch irgendwas. Blut an den Wänden. Dieser Venator ist krank. Was habt ihr hier veranstaltet? So. Aber keine...
Ist unten, oder? Ach, das Untersuchungsgebiet ist hier unten, okay. Das war nur durch Zufall. Zielübung auf Kleopatra? Venator bereitet seine Gabinianer auf einen Attentat vor. Kannst du mal gucken? Ich finde gerade keine. Alter! Meine Fresse, ich will doch nur weiter gucken. Nett? Ja, da muss man immer ein bisschen drauf achten, das kann immer was sein. Schminkzeug und Duftöle. Waren hier Straßenmädchen zugange? Und römische Insignien? Komisch. Offenbar sollen seine Männer untertauchen. Okay. Da ist noch irgendwas. Weinfässer. Das hier riecht aber nicht nach Wein. Öl in Weinfässern? Genug Öl, um die ganze Stadt niederzubrennen. Da haben sie, glaube ich, alles untersucht. Ein raffinierter Plan. Einer seiner Männer gibt sich als Frau aus und infiltriert vermutlich den Palast. Getarnt als Weinhändler docken sie an und legen Feuer, um für Panik zu sorgen. Und ein Bogenschütze schaltet die Königin dann aus. Von erhöhter Position. Venator, du bist mehr als einer von Septimius' Hunden. Du hast deine eigenen Marionetten im Orden. Ich muss sie finden, bevor sie zuschlagen. So, töte den Bogenschützen, töte den Infiltrator, töte den Signalgeber. Da ist einer. Paar Feinde, ja. Da ist noch irgendwas. Das wird witzig. Das wird euch definitiv kein Thema für die heutige Folge. Und da oben ist noch einer. Okay. Da oben ist wahrscheinlich der Signalgeber. Gut, dann holen wir den als erstes. Oder? Können wir da hoch? Warte mal. Lass mich raten, ich kann natürlich nicht jetzt da hoch, oder was? Okay, nee, dann machen wir den als erstes hier unten. Aber ich würde sagen... Wir kommen nicht mal raus. Warum? Es sind viele Feinde unterwegs, tatsächlich. Deswegen würde ich sagen, machen wir das Ding in der nächsten Folge. Wir sind nicht sehr alleine. Ich denke mal nicht, dass der uns... Ja, das machen wir tatsächlich in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann wieder bei Let's Play Assassin's Creed Origins.